Bedeutet, ich knalle jetzt hier. Muss ich natürlich einmal wenigstens hier die 4er haben. Oder beziehungsweise 8, 16 Speed-Module, um das hier voll zu hauen. Dann könnte ich hier eins davon durchziehen. Vollkommen ausreichend, das ist alles, das ist überhaupt nicht der Rede wert hier. Aber hier könnte ich noch updaten. Sonst juckt es den hier auch bald nicht mehr. Das ist mir bewusst, dass das hier gleich nur der zweite Schritt wird. Aber ich muss ja zusehen, wo ich bleibe hier. Im Moment läuft das hier erstmal besser als gedacht. Das Modul hier. Zack. Jetzt eine Produktionsgeschwindigkeit von 200%. Läuft. Gut. Ja, die roten sind halt immer der Knackpunkt an der ganzen Sache. 314, das ist so übel eigentlich. Hat auch noch eine ganze Menge zu tun hier. Zumindest hier das Eisen. Wird immer so zwischengeparkt und wird sofort wieder abgefragt. Ah, das eine Eisenerzfeld reicht noch nicht. Und hier das manuell aufzubauen, habe ich auch noch nicht die Lust. Ist wirklich komplett leer. Der ballert jetzt durch, was er noch hat. Auf Puffer quasi. Ich muss halt wirklich mehr anbringen. Das ist übel, aber es ist so. So, gucken wir mal, wenn die gebaut sind, ob es dann ein Tick besser ist. Boah, fertig gebaut. Yay, so. Ich glaube, jetzt haben wir hier soweit alles durch. Es muss halt hier noch ein bisschen was gebaut werden, aber das ist jetzt nicht das Riesending. Stahl und Eisenplatten kommen rein. Jetzt ist bald schon das Kupfer, wie man sieht. Was hier ein Geist aufgibt, allmählich, aber sicher. Das wird nochmal, wenn die 341 durch sind oder 209 Speed-Module, dann bin ich schon mal wieder glücklich. Weil ich kann jetzt nicht gleich wieder Kupferschmelzer aufbauen. Denn wo? Das ist die große Frage. Wo? Ne? Soweit habe ich jetzt noch nicht gedacht. Wäre ich nicht davon ausgegangen, dass die so schnell hier abkackt. Staut sich halt durchaus noch ein bisschen. Also Speed-Module könnte die schon noch vertragen. Wahrscheinlich wieder so 2-3 Stunden dauern, bis die durchgelaufen sind alle. Also ehrlich gerade nicht, wie ich die noch beschleunigen soll.
Ich kann natürlich hier die roten abreißen. Bis hierhin. Die roten hier und grünen anliefern lassen. Dann würde ich mir die Sache auch noch mitsparen hier unten. Und es würde mehr Last auf das gehen. Es ist auch eine Idee, die ich jetzt noch umsetzen werde zum Schluss. Jetzt wieder was abgerissen, was eigentlich nie abgerissen werden sollte. Weil dadurch kriege ich wieder ein paar Speed-Module frei. Hier wieder den Mist. Ach, Jesus. Ja, immer das blöde Stromkabel ist. Immer so. Das Standardstromkabel ist es halt. Meine Güte. Du hast zu deiner kompletten Verfügung. Ich habe jetzt irgendwo erstmal beendet. Okay. So. Es reicht mir, wenn ich an einem Tag Mittelreise nach Roland finde. Das reicht mir. Ja, das sollte irgendwann dann mal reichen, ja. Wo habe ich jetzt? Da habe ich die Anforderungskiste. Zack, 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 zack. Du hattest hier die roten und hier die Kunden. Das Ganze jetzt hier für die anderen noch hingesetzt. So. Ja, please, erklär mir, warum noch gelbe Fließbänder sind. Nochmal was, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Erkläre mir, warum dort gelbe Fließbänder sind. Ja, das sind noch so anfangs Objekte, sage ich jetzt mal. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Das wird noch alles nach und nach entfernt. Wie gesagt, die werden jetzt einfach zack weggemacht und dann ist Ruhe. Aber ich brauche die jetzt noch nicht hier auf Schnelle machen, weil so viele lilane Flächen kommen hier auch noch nicht raus, dass es sich lohnt, die auf Rot zu umzusetzen. Hier Flächen. Ja, auch nochmal. Schaltkreise. Ja. Ich hatte das gerade auch im Traktorio gespielt. So. Das waren die rote, genau. So. Ich könnte hier vielleicht noch einen zwischensetzen, da noch einen. Da geht nicht. So, wie viele Speed-Module? Oh, ich hab ein paar schöne Speed-Module. Sehr schön. So. Und da waren sie schon wieder weg. Endlose Kreislauf, das Rote, um Rote zu machen. Ja, aber es ist halt alles hier nur, ja, Momentaufnahme. Ich versuche halt, dass die Produktion schneller geht.
dass nie so Ewigkeiten braucht, bis mal hier dieses ganze Blinkern aufhört. 257 Roboterhangare, natürlich. Hier sieht man ja, klingt im EZL, das ist halt alles mehr feierlich, aber ich brauche die, weil Fabrik man hat sieht einiges zu hier, leiden. Ja. was da Wir sehen wartet. es. Hier ist auch noch ein bisschen was. Vor allem die schöne Schmelze produziert, die man sich kein Rohmaterial reinkriegt, so schnell wie sie es verbraucht. Das ist einfach nur übel. Kannst einfach das Eisen ganz mit transportieren. Ist schon schneller als mit Zug. Mal gucken. Ich gehe mal gleich auf 10 Minuten, dann trifft man es besser. Hier die Produktion der Zweier ist halt schon nach oben gegangen. Von hier 5 die Minute auf knapp 10, also eine gute Verdopplung. Also das macht schon Herzlichen was. Glückwunsch. Einer hier. Durchgehend 15 und jetzt steigt sie hier auf 33, also da eine Verdopplung. Das ist halt, ja, musste mal sein, aber ob man die jetzt so halten kann auf Dauer, beziehungsweise wenn die Speed-Module noch reinkommen, wird es halt hier an die Grenze kommen mit den Materialien, die hier hinten noch ankommen. Von Kupferplatten und Eisenplatten, daran wird es dann scheitern, deswegen muss diese ganze Produktion irgendwann komplett umgelagert werden, wenn dann auch die Kupferschmelze und Stahlschmelze steht. Also noch zweimal diesen Komplex hier quasi woanders hingeklatscht und dann geht's los wahrscheinlich, wenn es mich nicht vorher schon rappelt, wenn ich irgendwo einen guten Platz finde. Aber Platz ist immer relativ, weil die Erze kann man wegmachen, das Wasser kann man zumachen, also im Prinzip ist jeder Platz gut. Das muss man ja auch Und mal es so allgemein sagen. noch viel zu viele freie Flächen. Zwei Speed-Module schon wieder. Kann ich hier oben noch welche reinkloppen? Zack. Ja, auch die ganze Plaste. Also meine Ölfabrikation ist bei weitem noch nicht ausgelastet. Also hier blinkt was und das ist puffervoll. Weil hier, ja. Ich räume nicht zu weit rein. Alkan und Leichtöl sind halt komplett voll, der Puffer. Also hier sieht man die Produktion, da sind keine Speed-Module drin. Und die staut sich halt komplett. Also da brauche ich mir keine Sorgen machen für die roten Schaltkreise, dass mir die Plaste ausgeht. Das bestimmt nicht. Wenn, dann liegt es halt mehr an den Kupferkabeln oder grünen Schaltkreisen, dass die nicht mehr hinterherkommen im Zweifel, aber ja, irgendwas ist ja immer. Dann noch ein Ja. Speed-Modul, zack. Können wir auch mal bei den roten Schaltkreisen eigentlich gucken, was wir da jetzt haben für eine Produktion. 400 die Minute, die steigt und steigt gerade auf 600, über 600. Also auch da auf einem guten Weg. Und wenn man überlegt, die 10 Minuten Produktion, 113.000 Kupferkabel in 10 Minuten, da weißt du, was losgeht, ne? 3.200 grüne Schaltkreise die Minute. Und das ist im Prinzip mehr oder weniger eine Ruhephase von der Fabrik, weil ich ja die Forschung nicht laufen habe. Das ist wirklich ein Traum. Ja. Albtraum, manche. Ja, für manche auch ein Albtraum, sehe ich vollkommen so ein. Hier, die sind schon wieder vollgelaufen, also staut sich alles schon zurück. Ist das dein einziges Forschungslabor, die vier Dinger da? Ja, aber durch die ganzen Speed-Module und so reicht das vollkommen aus, weil wenn ich eine lange Forschung anschmeiße, dann kommt meine Fabrik gar nicht so schnell hinterher, hier die Wissenschaftspakete zu liefern. Deswegen brauche ich gar nicht mehr, weil warum? Kommt eh nicht hinterher, ne?
Und das ist ja auch so ein Thema. Ich will die ganze Wissenschaftsproduktion und alle Produktionen in einem haben, aber die Wissenschaftslabore dann schon in extra Teil, dass ich dann immer so zugweise, genau dort auch wieder mal Zug, aber da eben auch so ein zwei Loks, acht Waggons und die acht Waggons jeweils einmal mit roten voll, alle acht, einmal alle acht mit grünen voll und dann alle hin zum Forschungslabor und wieder mit Drohne verteilen. Das wird herrlich. Ist wahnsinniger. Ja. Man muss sich ja kranke Ziele setzen. Aber wie gesagt, man sieht es ja hier, das kommt an. Die Drohnen flippen einmal kurz aus hier. Jetzt sind schon wieder 1000 frei. Die verteilen das und hier oben drumherum, also von oben kommen ja das Kupfererz rein. Diese Pufferkisten puffern, wenn hier alles Angeforderte voll ist, das Kupfererz, das Es Roherz ist noch ein. Eisenerz. Eisenerz, ja, stimmt. Ein. Und hier wird auch noch zwischengepuffert Eisenplatten. Ja, und in der eigentlichen Fabrik dann wird auch noch mal ein Puffer für die ganzen Eisenplatten und Kupferplatten da sein, so dass sozusagen auch wenn das Roherz nicht mehr geliefert wird, die Fabrik trotzdem noch eine Weile durchproduzieren kann, ohne gleich in Panik zu verfallen. Aber dafür wird ja mein Gassystem dann da sein, dass ich solche Engpässe dann rechtzeitig erkenne. Ah, hier dieses Eisenerz, Kupfererzfeld. Da muss erstmal deine Fabrik stehen. Ja, das ist Schritt für Schritt, ne? Also als nächstes, wenn die Eisenplattenschmelze reicht ja scheinbar aus, ich muss sie bloß noch genug beliefern können. Das ist ja eher das Problem jetzt. Dann die Kupferschmelze. Stahlschmelze kann ich sogar noch ein bisschen weiter hinten ansetzen, weil wenn hier dieses Eisenerzfeld leer ist und das leer ist, dann kann ich hier diese Eisenplattenschmelze zur Stahlschmelze umwandeln. Dann habe ich halt hier statt zwei solche Reihen hier noch gleich mal vier Pötte mehr, die Stahl machen. Von daher gesehen sollte das Stahlthema dann durch sein. Und kommt hier eben die eine Hälfte dann zu Eisenplatten hoch in die Basis und die andere Hälfte zur Stahlproduktion. So ist das angedacht. Deswegen ist dieses Konstrukt hier auch nur ein temporäres Objekt, wenn man so möchte. Ja. Und dann wird peu à peu, werde ich mich wahrscheinlich, wenn dieser Punkt erreicht ist, muss mich ja auch mehr oder weniger dann bald mal um Stein kümmern, weil hier sind noch 1,1 Millionen Stein drin und ich habe hier ein zweites Steinfeld mit 5,6. Also wenn ich mir irgendwann hier sage, dumm gesagt Ja, hier oben, sie ich ist baue hier nicht die mehr. Base hin, dann will ich diesen ganzen See hier zuclustern mit Landfill. Und da wird so viel Tonnen an Steinen weggeballert werden hier in diesem Bereich. Zum Hast du da Beispiel. eigentlich Platz für eine Basis? Ein Erzfelder blockieren?